Im Sommer 2019 gab es in der Forschungsabteilung des Bach-Archivs Anlass zu feiern. Denn es war 10 Jahre her, dass unter der Adresse www.bachdigital.de die ersten hochauflösenden Scans der originalen Bach-Handschriften online präsentiert werden konnten. Seither arbeitet ein vielköpfiges Team permanent an der inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung dieser international viel beachteten Forschungsplattform, die Maßstäbe in der digitalen Musikwissenschaft setzt. Dies ist Grund genug, das Portal, seine Geschichte und seinen Aufbau nun Ihnen und Euch als interessiertes Publikum in der Leipziger Langen Nacht der Wissenschaften 2021 vorzustellen. Allgemein gesprochen versteht sich Bach Digital als ein Rechercheinstrument an der Schnittstelle zwischen Bachforschung, quellenbasierter Aufführungspraxis, Bibliothekskatalog und angewandter Informatik. Hier werden wissenschaftlich fundierte Informationen zu den Werken Johann Sebastian Bachs und weiterer Komponisten der Musikerfamilie, vor allem der Söhne Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich und Johann Christian, sowie zur Überlieferung ihrer jeweiligen Werke gesammelt und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Diese stets aktuell gehaltenen Informationen werden als Metadaten aufbereitet und sind über verschiedene Recherchemasken vollständig durchsuchbar. Doch widmen wir uns zunächst der Frage, wie das Portal überhaupt zustande gekommen ist und welche Entwicklungsschritte es durchlaufen hat. Begonnen hat die Geschichte von Bach Digital nämlich schon vor über 20 Jahren. Damals, 1999, begann eine Forschergruppe, angeführt von Uwe Wolf und Christine Blanken, innerhalb eines Projekts der Akademie der Wissenschaften im Bach-Institut Göttingen, Informationen über alle heute noch vorhandenen handschriftlichen Quellen zu den Werken Johann Sebastian Bachs zu sammeln. Diese unglaubliche Fülle von qualitativ hochwertigen Forschungsdaten, die da zentral gesammelt und gebündelt wurden, repräsentieren zum größten Teil den Erkenntniszuwachs, der innerhalb der Bachforschung während der letzten 65 Jahre, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung der neuen Bach-Ausgabe und der Edition der archivalischen Bach-Dokumentenbände, gewonnen werden konnte. Ab 2001 wurden diese Forschungsdaten erstmals über eine Internetplattform, und zwar die bereits genannte Göttinger Bach-Quellendatenbank, zur Verfügung gestellt. Von diesem Zeitpunkt an waren hier Informationen zu allen Werken Bachs und zu den bis dahin bekannten Quellen recherchierbar. Bei diesen Informationen handelte es sich auf der Ebene der Werke vor allem um Informationen zur Besetzung eines Stücks, seiner Entstehungszeit, seinen historischen Aufführungen, zum Beispiel die Erstaufführung unter der Leitung Johann Sebastians, die ihnen zugrunde gelegten Textdichtungen und deren Autoren, die modernen Editionen und natürlich zu den Quellen, in denen das jeweilige Werk überliefert wurde. Hinsichtlich dieser Quellen wurden Informationen zu den besitzenden Eignern und Signaturen vermerkt, außerdem zum jeweiligen Format und Umfang, zu Schreibern, die die Quelle angefertigt haben, zu den Wasserzeichen ihrer Papiere, zu ihren Besitzgängen und zu ihrer Entstehungszeit. All diese Informationen wurden jeweils entweder in Werk- oder Quellendatensätzen geordnet zusammengefasst. Hochauflösende Bilder der Quellen selbst hingegen konnten damals noch nicht hochgeladen werden. Dies geschah erst in einem zweiten Schritt und ging mit einem Ortswechsel einher. Nach der Schließung des Bach-Instituts in Göttingen im Jahr 2006 nämlich, wurde diese ursprüngliche Datenbank vom Bacharchiv Leipzig übernommen und inhaltlich weiterentwickelt. Jedoch schon vor diesem Zeitpunkt hatte man begonnen, gemeinsam mit den anderen Bach-Bibliotheken Deutschlands, namentlich der Staatsbibliothek Berlin und der SLUB Dresden, sowie mit dem Universitätsrechenzentrum Leipzig, intensive Überlegungen zu einer Neukonzeption dieser Datenbank anzustellen. Ziel dieser Kooperation war es, zukünftig nicht allein Informationen zu den Werken und Quellen anzubieten, sondern den Nutzern darüber hinaus eine frei zugängliche und unentgeltliche digitale Bibliothek mit hochauflösenden Bildern der originalen Quellen zu präsentieren. Ein entsprechender Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurde im Jahr 2008 bewilligt. In den folgenden 4 Jahren wurde das neue Portal, das von nun an den Namen Bach Digital trug, umgebaut und neu organisiert, das heißt technisch auf eine neue Grundlage gestellt und hochauflösende Digitalisate von gut 90% aller weltweit vorhandenen Eigenschriften und originalen Aufführungsmaterialien Johann Sebastian Bachs hochgeladen. Allerdings deckt dieser Teil der Originalüberlieferung bei weitem nicht das Gesamtschaffen Johann Sebastian Bachs ab.
Zu zahlreichen Werken sind die primären Handschriften verloren, sodass sich die Forschung und die Aufführungspraxis heute nur noch auf Abschriften stützen können. Es war daher ein dringendes Desiderat, diesen Quellenbestand in einer zweiten Projektphase, die 2013 begann, zu digitalisieren und über Bach Digital zugänglich zu machen. Hier müssen diejenigen Manuskripte als die verlässlichsten gelten, die aus Bachs unmittelbarem Umfeld stammen, also solche, die von Söhnen, Schülern und Freunden angefertigt wurden. Im Gegensatz zu den Originalquellen, die im Fall besonders prominenter Werke wenigstens zum Teil als Faksimile-Reproduktionen der Allgemeinheit zur Verfügung stand, war dies für die abschriftliche Überlieferung, die ihrerseits für die Bachforschung immense Bedeutung besitzt, so gut wie gar nicht der Fall. Nach Abschluss dieses zweiten Digitalisierungsprojektes steht aktuell in der seit 2017 laufenden dritten Projektphase eine wesentliche Erweiterung von Bach Digital an. Von einer auf die Werke und Quellen Johann Sebastian Bachs fokussierten Datenbank zu einem Portal, das auch die Werke der anderen Bäche, das heißt der anderen komponierenden Mitglieder der Bach-Familie, insbesondere der Bach-Söhne, repräsentiert. Wilhelm Friedemann, Johann Christoph Friedrich und Johann Christian Bach stehen in der allgemeinen Wahrnehmung nach wie vor im Schatten ihres Vaters und werden immer noch nur gelegentlich und zögerlich zur Kenntnis genommen. Etwas anders sieht dies für den zweitgeborenen Sohn Bachs, nämlich Karl Philipp Emanuel Bach, aus. Für ihn hat sich seit den späten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sowohl in der Forschung als auch in der Musikpraxis ein stetig steigendes Interesse entwickelt. Aber auch die musikgeschichtliche Bedeutung der anderen Bach-Söhne ist nicht zu unterschätzen. Während ihrer eigenen Komponistenlaufbahn standen sie zum Beispiel in direktem und zum Teil sehr persönlichem Kontakt zu Wolfgang Amadeus Mozart sowie Joseph Haydn und haben bis hin zu Ludwig van Beethoven die musikalische Stilentwicklung entscheidend mitgeprägt. Die Digitalisierung von nahezu 80% der Originalquellen der Bach-Söhne, wie sie nun im Projekt Bach Digital 3 erfolgt ist, stellt eine wesentliche Grundlage dar, auf der sich quellenphilologische Untersuchungen und Editionen sowie eine Rezeptionsforschung erst so richtig entfalten kann. Und wir hoffen, dass diese Erweiterung des Portals um die Dimension der Bach-Söhne zu einem Katalysator für den wissenschaftlichen Erkenntniszuwachs werden wird. Mit dem Ende der derzeit laufenden Förderphase von Bach Digital in wenigen Monaten wird der Öffentlichkeit also in nahezu einzigartiger Weise ein breites Quellenrepositorium mit Werken der deutschen Musikgeschichte ab dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts zur Verfügung stehen. Doch werfen wir nun einmal einen genauen Blick auf Aufbau, Struktur und Inhalte von Bach Digital. Zunächst einmal zur Frage, auf was für einer Zahl an Einträgen unsere Datenbank beruht. Seit dem Bestehen von Bach Digital bis heute konnten wir über 4.400 Werkeinträge anlegen. Dabei nehmen wir auch bei den rund 9.100 Quelleneinträgen die Werke und Quellen Bachs den größten Raum ein. Digitalisate gibt es zwar nicht von allen Quellen, aber vom Großteil der Originalquellen sind hochauflösende Scans verfügbar. Darüber hinaus sind natürlich auch sämtlich bekannte zeitgenössische Quellen erfasst, die nicht aus dem direkten Umfeld der Bach-Familie stammen, also nicht original sind. Auf diese Weise kann man Bach Digital als den verlässlichen Quellenkatalog mit sämtlichen zeitgenössischen Quellen zu den Werken Bachs und seiner komponierenden Söhne ansehen. Darüber hinaus beinhaltet die Datenbank ca. 500 Datensätze mit Wasserzeichen, die sich im Papier der Quellen befinden und die wichtige Auskunft über die Herkunft und Datierung des Papiers und somit auch der Quelle geben. Und mit rund 7.600 Personeneinträgen verfügt Bach Digital seit einigen Monaten sogar über eine integrierte Personendatenbank mit detaillierten Informationen zu nahezu allen Personen aus dem Umfeld der Bach-Familie sowie der Bach-Überlieferung. Das Hauptaugenmerk liegt bei Bach Digital aber auf den Werken und Quellen. Dies zeigt sich schon bei der Schnellsuche auf unserer Startseite, wo man sowohl nach Werken, also Titeln oder Werknummern, suchen kann, als auch nach Quellen, vor allem wenn man eine Signatur kennt. Auf diese Weise kann Bach Digital sowohl als Werkverzeichnis als auch als Quellenkatalog genutzt werden und es dient in Bezug auf die Originalquellen darüber hinaus als digitale Bibliothek. Hier kann man beispielsweise den Quelleneintrag der berühmten Autographenpartitur von Bachs brandenburgischen Konzerten sehen.
Neben den schon genannten detaillierten Informationen zur Quelle kann man zuvorderst die Quellenscans einsehen, die in verschiedene Stapel eingeteilt sind. Bei Partituren sind das meist einzelne Sätze und bei Stimmen die einzelnen Stimmen. Darüber hinaus verweist ein externer Link auf die Bibliothek, die die jeweilige Quelle besitzt und von denen wir die Digitalisate auf der Grundlage von Kooperationen oder Anfragen on demand beziehen. Durch Anklicken dieser externen Verlinkung gelangt man direkt auf deren digitale Sammlung. In diesem Fall ist es die Amalienbibliothek, die heute Teil der Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin ist, dem wichtigsten Eigner von über 80% sämtlicher überlieferter originaler Bach-Quellen. Doch kommen wir nun einmal zu einigen technischen Fakten der Datenbank. Wie ist die Datenbank technisch aufgebaut? Wie sind die Daten nachhaltig nutzbar? Und was sind unsere neuesten technischen Weiterentwicklungen? Bach Digital beruht nicht nur auf der Offenheit der Daten, wie sie durch die nicht kommerzielle Creative Commons License definiert ist, sondern wir setzen auch auf mehrere Austauschformate, damit unsere Daten tatsächlich technisch nachnutzbar sind. Über unsere OAI-Schnittstellen können andere Datenbanken einen Großteil unserer Daten abrufen und in ihre eigenen Kontexte integrieren. In diesem Zusammenhang haben die IT-Experten des Bach Digital-Teams im Laufe der Zeit auch neue XML-Formate wie TII und MII in die Datenbank implementiert, um musikalische und textliche Daten optimal zu erfassen und auszuzeichnen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat jeder Werkdatensatz eine XML, MII und JSON-LD-Output, wie man hier am Werkdatensatz der Brandenburgischen Konzerte sehen kann. Wenn man hier beispielsweise auf MII klickt, kann man sich die gesamte Datenstruktur im MII-Format anzeigen lassen. Über diese Austauschformate können wir nicht nur unsere Daten nachhaltig nutzbar machen, sondern auch Metadaten aus anderen Plattformen importieren und weiterverarbeiten, wie zum Beispiel dem Bach-Repertorium. Eine weitere technische Weiterentwicklung stellt die Integration von Authority Files dar. So sind sämtliche Personen und Werke mit der GND, der gemeinsamen Normdatei, sowie einige auch mit WIAF, Virtual International Authority File, verlinkt. So kann man in jedem Werkeintrag einen Link zur GND anklicken. Und auch in unserer Personendatenbank finden sich zu jeder Person ein GND-Link, der direkt zum Personeneintrag im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek führt. Diese Innovationen verbessern nicht nur die Sichtbarkeit und Vernetzbarkeit zwischen verschiedenen Datenbanken, sondern sie erlauben uns auch, Daten aus der GND, wie zum Beispiel alternative Werktitel oder Schreibweisen von Personennamen, automatisch in Bach Digital zu integrieren, anstatt alle Daten händisch erneut eingeben zu müssen. Eine weitere technische Optimierung stellen die verschiedenen Austauschmöglichkeiten von Daten innerhalb von Bach Digital selbst dar. So lassen sich seit einiger Zeit Beziehungen sowohl zwischen Werken als auch zwischen Quellen herstellen, um so ihre spezifischen Abhängigkeiten untereinander sichtbar zu machen. Bei unserem schon gezeigten Sammeleintrag von Bachs Brandenburgischen Konzerten etwa können so die einzelnen Konzerte direkt angezeigt werden, die zu dieser Sammlung gehören. Und mit einem einfachen Klick gelangt man direkt zum Einzelwerk und wieder zurück. Ähnlich können auch unter verschiedenen Quellen Relationen hergestellt werden, etwa um zu zeigen, dass eine bestimmte Quelle eine Abschrift, Ergänzung oder Revision einer anderen Quelle darstellt. Darüber hinaus erlaubt uns dieses Relationsmodell aber auch, Quellen, die im Laufe ihrer Überlieferungsgeschichte getrennt wurden und heute auf mehreren Bibliotheken und Eigner verstreut sind, wieder virtuell zu vereinen. Die Originalstimmen von Bachs Kantate »Herr Gott, dich loben alle wir« zum Beispiel sind heute über 12 Bibliotheken weltweit zerstreut und können hier über das Relationsmodell virtuell innerhalb eines Quelleneintrags wieder zusammengeführt werden. Hier in Form der verschiedenen Bibliothekssignaturen. Dies zeigt einmal mehr, welche Möglichkeiten standardisierte Daten bieten, um Forschungsdaten zu klassifizieren und nutzbar zu machen. Unsere neueste Weiterentwicklung, die wir hier zum Schluss noch vorstellen wollen, betrifft den für die Bachforschung enorm wichtigen und hochkomplexen Bereich der Wasserzeichen. Wasserzeichen sind in fast allen Bachquellen enthalten
und geben wichtige Aufschlüsse über Herkunft und Datierung einer Quelle, vor allem dann, wenn Bach oder seine Söhne keine diesbezüglichen Angaben gemacht haben, was leider sehr oft der Fall ist. Die in Bach Digital integrierte Wasserzeichenbank wurde jüngst ausgebaut und technisch und inhaltlich stark erweitert. In über 500 Wasserzeichendatensätzen erhält man nun detaillierte Beschreibungen zum Wasserzeichen selbst, zur Herkunft, also zum Papiermacher und zur Papiermühle, zur Verwendungszeit und den Quellen, in denen das Wasserzeichen enthalten ist. Außerdem gelangt man über Verlinkungen zu WCIS, dem zentralen Wasserzeichenportal im deutschsprachigen Raum, in dem zahlreiche Wasserzeichen aus verschiedensten Regionen und Zeiträumen vereint sind. Und natürlich sind auch zahlreiche Wasserzeichen in Form von hochwertigen Thermografie-Scans einsehbar, sodass hier die optimale Grundlage geschaffen ist, um die Wasserzeichen und Papiere der Bachquellen zu erforschen und einen der Kernbereiche der Bachforschung weiterzuentwickeln. Und so wird Bach Digital hoffentlich ein immer globaleres Work in Progress, das heißt ein sich stets aktualisierendes und erweitertes System werden, das nicht nur wissenschaftlich anschlussfähig bleibt, sondern für jeden Nutzer immer wieder neue, interessante Angebote bereithält.